Hallo und willkommen zu einem Unboxing. Ja, ich habe mal wieder Post bekommen, aber es ist ein Mystery Unboxing, denn ich weiß nicht mal, was da drin ist. Ja, also packen wir es aus. So, Seiten sind aufgeschnitten. Wie ich euch erzählte, ein Mystery-Paket. Der liebe Sven aus meiner Vintage-Toys-WhatsApp-Gruppe, mit dem ich so auch einen kleinen Deal hatte im Endeffekt, weil er was von mir abgenommen hat. Und wir uns einfach auch gut verstehen. Und dann hat er gesagt, komm, ich habe da was für dich, das schicke ich dir mal zu. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wovon... Ja, also was er sich vorgestellt hat, was da drin ist, für mich passend. Wie gesagt, das packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich bin schon völlig begeistert, allein für die Geste, das mir einfach dann zukommen zu lassen, mich zu überraschen. Das ist, danke, lieber Sven, danke. Und siehst schon, ich bin völlig am begeistert. Also ich habe das Paket heute bekommen. Eigentlich wollte ich heute kein Video machen, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist jetzt auch schon nachmittags, deswegen musste ich auch hier in meiner Küche ein bisschen anders die Beleuchtung machen. Aber ich habe gedacht, komm, ich kann jetzt auch nicht länger warten. Ich habe heute Mittwoch bis Wochenende, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe habe. Nein, ich packe es sofort aus. Ja, wie gesagt, wollen wir mal gucken, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Jetzt versuchen wir es nur noch mal aufzukriegen hier in der Mitte. Das klingt immer so sputal. Wo sind wir denn? Noch nicht richtig offen. Hat es gut verklebt, gut gedacht. Das ist natürlich auch immer wichtig. Und ihr seht, Christina. Oder Christian. Christina. 2. Na gut. Keine Ahnung. Ja, was mache ich? Ich packe es mal hier vorne auf meinen Stuhl. So, ich bin völlig überrascht erstmal. Und nimm einfach das erste raus, was hier in Zeitungspapier eingewickelt ist. So, hier ist es. Und wow, Sealed Starpiece von Infogrames. Cool, kann man hören. Ja, spiegelt ein bisschen. Ist absolut noch sealed. Ist ein OVP-Spiel. Ein Computerspiel in einer Big Box. Ich habe das noch gar nicht. Ist echt wow. Dann noch Sealed. Echt Wahnsinn für einen PC. Infogrames ist ein Studio, ein französisches Studio, was ich echt schätze, was auch viele meiner Timo Struppi-Spiele gemacht hat. Eine Wirtschaftssimulation. Ihr könnt ihr sehen, so ein bisschen. Gut, ich blende euch da vielleicht lieber ein besseres Bild ein. Absolut top. Ist von 2000. Die habe ich noch nicht gespielt. Erste 100% Online-Wirtschaftssimulation. Okay, cool, absolut cool. Habe ich so noch nicht in meiner Sammlung. Ich habe eine große PC-Sammlung, also Wahnsinn. Und ich schaue weiter. Packungsmaterial? Ja, Packungsmaterial. Alter Schwede, es geht ja hier richtig ans Eingemachte. Ich kann jetzt ein bisschen reingucken, ein paar Sachen sehen. Echt coole Sachen. Was habe ich hier? Match Attacks Bundesliga. Eine Tüte von 23/24 mit den Spielern. Interessant. Gut, Fußball gucke ich mehr. Als Kind habe ich Panini-Sticker gesammelt. Fußball, Wahnsinn. So, hier geht's weiter. Hockey. Okay, Hockey habe ich mal in der Schule gespielt. Das war es aber auch. Auch nicht schlecht. Das Ding. Runterschmeißen ist nicht gut. Wahnsinn. Richtig cool. So, was nehmen wir als nächstes? Das hier. Keine Ahnung. Star Wars. Ich sehe R2-D2 drauf. Story Cubes. Ihr seht es. Locker drin. Ein Millennium Falcon drauf. Kann man aufklappen. Ach, das ist so eine Art, so ein kleines Spiel. Star Wars Spiel mit Würfeln, was man wohl zusammenspielen muss. Auch nicht schlecht. Interessant, kenne ich nicht. Geil. Richtig cool.
hat was. Wenn man noch nicht kennt. Echt cool. So. Ein weiteres Spiel. Black and White. Ein PC-Studio, ein PC-Spiel in einer Schutzhülle. Ist so eine 3D-Populus. Eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Ich habe es nie gespielt. War richtig cool. Richtig cooles Game. Danke dir. Und es ist, wohlgemerkt, nochmal da unter. Es ist in der Schutzhülle, aber es ist sealed. Es ist noch nicht. Es ist wie neu. Wow. Ich bin völlig begeistert. Und es geht weiter. Oh, das geht natürlich ins Eingemachte. Transformers. Hier haben wir einen Action Master Optimus Prime. Richtig cool. Richtig cool. Ich muss zugeben, Action Master ist das Sammelgebiet bei Transformers G1, was ich nicht in der Masse habe. Obwohl, den Prime werde ich behalten. Den stelle ich mir hin. Der sieht noch cool aus. Ich war ja mehr der Verwandler-Typ, deswegen habe ich die nicht so in der Art gehabt oder gesammelt. Ich habe mir nur Soundwave gekauft in meiner Sammlung und inzwischen habe ich noch Banzaitron, eine Figur, sagt euch gar nichts, den meisten da zugelegt, aber Optimus Prime, das ist auf jeden Fall ein, den man sich hinstellen kann. Ja, Prime ist Prime. Und hier sehe ich noch ein zweites Wagen, auch nicht schlecht. Das ist Bone Crusher. Aus der von dem ersten Movie, auch nicht schlecht. Ich muss zugeben, ich habe den mal gehabt. Kann sein, dass ich sogar noch habe. Ich habe ihn aber nie ausgepackt. Also, als ich den zum ersten Mal in meinen Händen, obwohl ich, hier hinten fehlt wohl ein Stück, ein Teil, aber überhaupt eine Figur in den Händen, die ich so noch nie in den Händen gehalten habe. Echt cool. Echt cool. Ah, ist der geil. Grave Digger, wer kennt den nicht, den Monster Truck? Ich habe Monster Trucks gar nichts, aber man kennt ihn vom Sehen her. Richtig cool. Also der Grave Digger, der Undertaker des Ganzen, auch nicht schlecht. Richtig cool. Richtig cool. So, was haben wir hier? Hörspielkassetten sehe ich hier. Oh, das ist vielleicht nicht was für mich, aber für meine Nichte. Die hört auch ganz gerne Hörspiele und ist im passenden Alter. Vicky und die starken Männer. Eine Serie, die ich in meiner Kindheit geguckt habe. Ich kenne die auf jeden Fall. Das ist natürlich, das ist jetzt eine neue Auflage, aber auch richtig cool. Dann haben wir hier, na, das ist auf jeden Fall für meine Nichte, Patterson und Findus. Basierend auf Janosch, glaube ich, aber mehr kenne ich da auch nichts von. Richtig cool, danke dir. Und hier habe ich die letzte Fitze Feuerzahn, der kleine Drache. Fitze Feuerzahn, Sprünge am Heiligabend. Richtig cool. Richtig, die schönen gelben Europa-Kassetten finde ich immer noch cool. War nicht zurückgespult, heute muss ich noch spulen. Richtig cool. Was haben wir denn hier noch? Eine Sache ist hier noch, eine Actionfigur, alter Schwede. So, dann ist der Rest ist leer. Wahnsinn, eine Star Trek Holodeck Series von Playmates, eine Actionfigur. Ist die nicht mega? Von Star Trek Next Generation. Ich bin jetzt nicht so der große Star Trek Fan, aber ich finde die Figuren auch mega und gerade wenn so sealed, ich habe da echt noch nicht so vieles. Kanzler Diana Troy. Ach, mega. Mega. Du hast mir jetzt Sachen beschert, die ich so nicht in meiner Sammlung habe. Also du hast schon gut, echtes gutes Händchen gehabt. Ja. In dem Sinne habe ich so gut wie nichts in der Sammlung. Weil gesagt, den hatte ich mal oder habe ich noch. Aber der ist bei mir nie bespielt worden und nie ausgepackt. Also in dem Sinne habe ich den zum ersten Mal auch mal nennen. Den habe ich nie besessen, den G1. Wie gesagt, Action Master waren damals nicht so mein Sammelgebiet. Aber gewisse Figuren, die kann man sich hinstellen. Und Prime gehört immer dazu zum Hinstellen. Black and White habe ich jedenfalls nicht sealed. Kann sein, dass ich das auch mal hatte, aber das weiß ich nicht. Jetzt habe ich es wieder. Ey, cool. Ich bin völlig begeistert. Das war echt dieses echt Mystery-Unboxing. Ich bin völlig begeistert für dieses wunderbare, tolle Paket. Danke dir, lieber Sven. Du hast mich echt begeistert. Das ist
Ja, mehr als Danke kann ich nicht sagen. Sind echte Highlights dabei. Gut, okay, Hockey ist nicht ganz mein Ding, aber echt Wahnsinn. Da kann ich auf jeden Fall welche glücklich machen. Und wenn es nur auch meine Nichte ist, zusätzlich mit dem Patterson-Findus-Hörspiel, so war es wahrscheinlich auch eher gedacht, ne, von dir, lieber Sven. Ja, danke, danke, danke. Und das war's auch. Mehr habe ich ja nicht in der Kiste. Das war das Unboxing und oder Mystery Unboxing, die Überraschung schlechthin. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Wie findet ihr das? Ist doch eine tolle Geste, ne? Wahnsinn. Also ich muss sagen, die Highlights sind wirklich. Ich habe echt zig Highlights. Zum einen das Spiel, das kann ich mit meinen Kumpels spielen, auch wenn wir älter sind. Ne? Wir spielen immer noch gerne, auch gerade mit Star Wars, und das ist simpel. Transformers geht bei mir eigentlich immer in die Sammlung. Grave Digger, ich kenne den, aber ich bin nicht der Sammler gewesen. Jetzt habe ich die Figur, das ist auch nicht schlecht, gerade so eine Highlight-Figur. Und auch eine Sealed-Figur, Wahnsinn. Und vor allem ein Sealed-PC-Spiel, ne? Wer hatte das schon? Ich habe es nicht gehabt, jetzt habe ich es. Wahnsinn. Danke, danke, danke. Lieber Sven, das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, wiederhole mich nur, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und einschalten beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Mach's gut und jetzt noch ein paar Bilderchen davon und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.